Ja. Die Antwort, der knallt und ballert hier über die Bahn. Riesenapplaus für Lutz Fleißig. Spektakuläre Erscheinung, Wahnsinnsauftritt hier in Schlagrissdorf. Und ja, es knallt, kracht und zischt. Hat ihn erwischt. 53,92 Meter sind's am Ende. Und die große Frage, Tevis, wie sieht's aus mit den neuen Turbos? Sind die heile geblieben? Ja, dann ist sie noch nicht ganz sicher. Man schaut noch. Der kritische Blick gleich rein. Alles klar, okay. Daumen erstmal nach oben. Alles soweit in Ordnung. Aber ein wilder Ritt, der Lutz, der wurde da durchgeschüttelt ohne Ende. Aber ihm scheint es gut zu gehen. Ja, jetzt hat er den Helm abgenommen. Alles gut, alles sauber. Und jetzt hört ihr euch hier ein starkes Dorf. Lutz Fleißig hat den Helm abgenommen. Nochmal ein Riesenapplaus für den Outlaw. Kleine Diagnose des holprigen Laufs hier vom Outlaw Pulling Team. Könnte sein, dass der Traktor ein bisschen wenig Methanol bekommt. Also Methanol dient da ja als Treibstoff. Und davon etwas zu wenig eingefördert mit dem Motor. Und ja, da geht also noch was nach oben. Outlaw, die Jungs sind noch am Anfang, im Aufbau, erste Saison. Die müssen natürlich noch viele, viele Erfahrungswerte sammeln. Das sah am Start so vielversprechend aus. Das gibt's doch gar nicht. Und sofort analysieren die Jungs, what happened.